Hallo und herzlich willkommen zu Trailsammler hier im Wald. In den nächsten 60 Sekunden stelle ich euch im Schnelldurchlauf kurz mein Arbeitsgerät der letzten paar Jahre vor. Tief einatmen. Und los geht's. Ich habe dieses Lightwheel 301 MK11 2016 gebraucht gekauft und diversen Updates unterzogen. Das Vorderrad ist letztes Jahr auf 29 Zoll angewachsen und der Antrieb ist eine Eagle GX geworden. Gebremst wird das Rad durch SRAM Guide RSC Bremsen, die mit den SRAM eigenen Matchmakern ein wunderbar aufgeräumtes Cockpit ermöglichen. Boah, kurze Verschnaufpause für mich. Und weiter. Eine absolute Besonderheit ist der Dämpfer. Hier arbeitet ein RockShox Vivid Air mit Custom-Hebeln von Stefan Schimschal alias Helmchen Tuned. Das optimierte Übersetzungsverhältnis macht aus dem Fahrrad hier ein super Enduro. Schöne Details sind unter anderem das integrierte Werkzeug in der Hinterachse, der Schaltwerkschutz, die Kettenführung und die immer sichtbare Seckanzeige zwischen Hebeln und Rahmen. Der One-By-Hebel der verstellbaren Sattelstütze rundet das Bild ab. An der Front arbeitet eine RockShox Pike RCT3 mit Charger-Kartusche. Auf der anderen Seite sehen wir hier noch die etwas angekauten, aber sehr bequemen Wolf-Tooth Fat Paws Griffe und die Gabelabsenkung der Pike. Moment. Habe ich nie noch was vergessen? Denn die Idylle, die ihr jetzt hier gerade noch hört, die wäre direkt ziemlich zerstört worden mit meinem alten Freilauf. Der klingt nämlich so. Das muss aber nicht so sein und mit professioneller Unterstützung habe ich mir ein bahnbrechend leises Laufrad zusammengestellt und montiert. Das klingt dann so. Das Sounddesign stammt von der deutschen Firma Kapstein, die die Silent Freewheel Hub oder zu deutsch geräuschlose Hinterradnabe anbieten. Das fand ich so cool, dass ich mich prompt als Testfahrer beworben habe. Kennengelernt habe ich die Jungs von Kapstein dann auf der letzten Eurobike. Hier ein paar Aufnahmen dazu. Kapstein, wer ist Kapstein? Viele kennen es wahrscheinlich nicht. Kapstein ist ein junges Unternehmen aus Gotha in Thüringen und wir stellen vornehmlich Fahrradkomponenten her. Unsere SF-Hub, unsere geräuschlose Nabe mit sofortigem Kraftschluss. Und nachdem sie mir fachmännisch ein Laufrad mit der sogenannten SF-Hub eingespeicht und zu mir geschickt haben, konnte ich im Dezember letzten Jahres meine ersten Testrunden mit der leisen Hinterradnabe drehen. Wie laut oder eben nicht laut das Teil auf dem Trail ist, das seht ihr jetzt bei den Aufnahmen zu meiner Jungfernfahrt im Dezember 2019. Aktuell ist die Nabe zur Auswertung bei Kapstein und in Kürze erhalte ich das weiterentwickelte Folgemodell zu weiteren Testfahrten und einem Langzeittest. Hallo und herzlich willkommen zu Trailsammler. Ich teste die Nabe hier für den erweiterten Einsatzzweck des Enduro-Mountainbikens, der seitens Kapstein geplant ist, zukünftig eine Version des SF-Hub hierfür rauszubringen. Was haltet ihr von dem Thema? Nervt euch auch manchmal euer Freilauf und ihr wünscht euch mehr Ruhe und Fokus auf die Fahrgeräusche? Oder steht ihr auf das Ratschen und Knarren eines ultralauten Freilaufs? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Jetzt aber zurück auf den Trail und wir hören mal, wie sich das Ganze anhört. Eine Besonderheit heute ist, ihr merkt es vielleicht, die Akustik. Spitzt mal die Ohren. Ja, wie man hört, hört man nichts. Das ist die Besonderheit. So gut auf den Trail konzentrieren konnte ich mich noch nie. Neben der Besonderheit, dass die Nabe wirklich absolut klanglos hier durch die Trails fährt, gibt es noch eine Besonderheit, nämlich einen direkten Kraftschluss. Das heißt, tritt man ins Pedal, geht es direkt los und man kommt vom Fleck. Was ich ehrlich gesagt total unterschätzt habe. Als der Marketingmanager von Kapstein immer wieder betont hat, wie cool auch der direkte Kraftschluss der Nabe sei, wenn man reinpedaliert, habe ich gedacht, naja, was soll das schon ausmachen beim Mountainbike? Aber tatsächlich ist es so, dass man ordentlich vom Fleck kommt und das macht extrem Spaß.
gerade aus einem Stück wie hier ist man gleich wieder in Fahrt. Back in Business. Uiuiui, rutschig unter den Nadeln hier. Hulala. Der Reifen sitzt auch komplett zu. Ja, das war die allererste Testrunde mit der Kapstein-Narbe, dem Silent Freewheel Hub. Und ich muss sagen, es hat schon mal richtig Spaß gemacht. Akustisch und überhaupt mal wieder zu fahren natürlich auch. Ihr dürft auf jeden Fall in nächster Zeit noch mehr Testvideos zu der Narbe erwarten. Und jetzt bleibt mir noch, mich fürs Zuschauen zu bedanken. Ich sage auf bald, euer Arvid alias Trailsammler. Ciao. Oh, ist das leise. Kein Mucks, nur das Fahrgeräusch. Genial.